Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft von der Sommer. Natürlich mit dem Herr Sommer Texture Pack. Musik von der RKO Website mit ganz fürchterlich vielen, ziemlich genialen C64 Remixes. Dazu erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, ich habe jetzt die Einstellung soweit bearbeitet, dass ich eigentlich mit den Lautstärken gerade eben ziemlich zufrieden war. Dann machen wir mal eine neue Welt. New World, naja, das mag dann irgendwann verwirrend sein. Achso, ich spiele mit der Version 1.1 von Minecraft. Und das nur so als Randinfo. Was ich nicht machen werde, ist hier die super flache Welt zu machen. Ich glaube, das ist etwas langweilig, da ich grundsätzlich achso, ein Seed benutze ich auch nicht. Bisher nicht. Da ich grundsätzlich eigentlich möglichst in der Nähe von Bergen oder auf Bergen mich ansiedle. Und deswegen werde ich auch gleich als allererstes, nachdem ich so die Grund. Nee. Nee. Nee, nee, das vergessen wir gleich. Das ist, also Schnee mag ich überhaupt nicht. Aber dann mache ich mal eben nochmal eine neue Welt. Und also Schnee und Tannen sind so echt nicht meine Freunde. Schnee sieht auf Zäunen und Treppen immer ziemlich scheiße aus. Und sonst sehr stimmig, aber irgendwie muss nicht sein. Wir schauen mal hier. Sumpf ist okay. Bäume, Schweine. Falls ich Schafe sehe, sollte ich die vielleicht auch gleich mal. Da hinten rechts sehe ich Schafe. Das heißt, eines der ersten, was ich mache, wird ein Schwert sein, damit ich dann auch irgendwie mir vielleicht ein Bett produzieren kann. So. Achso, zum Texture Pack. Da ist mir ein blöder Fehler unterlaufen. Und zwar hatte ich versucht, die Blätter neu zu gestalten. Eigentlich wollte ich das ursprünglich wieder rückgängig machen, hab's aber irgendwie nicht drüber weggekommen. Hab's also quasi voll vergessen. Und das Texture Pack ist jetzt so zum Download auch bereitgestellt mit diesem Fehler. Und naja, wem die alten Blätter besser gefielen, also ich werde mal schauen, wenn ich mich nicht dran gewöhne an dieses Blattwerk hier, dann ändere ich das dann für die nächste Version noch wieder und füge das hier so, wie es ursprünglich geplant war, einfach als Alternative wieder ein ins Pack. So, das soll erstmal reichen. Schön paar Stickies, das ist okay. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viele Blöcke verwendet. Passiert mir irgendwie auch immer. Was wollte ich denn erstmal? Ein Holzschwert. Das ist schön, das ist wie früher. So, dann eine Schaufel auf jeden Fall, eine Spitzhacke und auch gleich noch eben eine Axt. Achso, Axt, so war's. So, achso, die nehme ich dann auch gleich wieder mit, die Werkbank. Wie gesagt, hier werde ich nicht mich nicht ansiedeln. Ich werde nachher auf die Suche nach einer etwas bergigeren Region gehen. Ich finde es einfach schöner, es ist netter. Man hat auch irgendwie einen besseren Überblick. Mit Glück ist man auch in der Nähe von zwei oder drei unterschiedlichen Biomen. Hat dann also auch nicht so die Probleme, wenn man bestimmte Rohstoffe. Ach, das ist ja blöd, du Schaf. Da schwimme ich doch jetzt nicht hinterher. Hat dann auch nicht so die Probleme, wenn man bestimmte Rohstoffe braucht, die es nur in der Wüste gibt oder nur im Sumpf oder so. Mit Glück findet man dann tatsächlich was. Berg, wo dann alles relativ in der Nähe ist. Jetzt werde ich mich noch mal um ein bisschen Futter kümmern. Ey, bleib stehen. Ach man. Also Holzschwerter sind wirklich wenig effektiv. Ihr beiden seid auch noch dran. So, du auch. Ey, sag mal, willst du mich hier äppeln?
Okay, ich renne in die Richtung. Ja, bei Rennen braucht man natürlich viel, viel, viel Futter, wenn man die ganze Zeit rennt. Und von daher, da ist noch ein Schaf. Komm, geh hops. Genau. Du bitte auch noch. Hühner sind auch immer gut. Vor allen Dingen wegen der Federn. Multiplayer habe ich es mir angewöhnt, Creeper hauptsächlich mit Pfeil und Bogen zu erledigen, weil die dann gar nicht so nahe kommen, dass es so gefährlich wird. Ansonsten in der Multiplayer-Welt, ich weiß nicht, ob es dann an meiner Verbindung liegt oder an meinem Rechner. Eigentlich schaffe ich es einfach nicht, Creeper so zu bearbeiten, dass die nicht explodieren. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. So. Sand habe ich schon. Ich suche jetzt Berge. Berge. Das sieht hier ein bisschen platt aus. Gemeinerweise sind die Biome seit, ich weiß nicht, 1.8 ist es, glaube ich, ja so unendlich groß teilweise. Dass es sein kann, dass ich jetzt hier wirklich eine Stunde oder eine halbe Stunde lang durch die Gegend renne, bevor ich irgendwas gefunden habe, was mir einen anderen Platz zum Haus zu bauen irgendwie zusagt. Nadelwälder, naja, muss man nicht haben. Gibt es da irgendwas, was da besonders gut wächst in Nadelwäldern? Ich wüsste das jetzt nicht so wirklich. Kohle sollte ich mich nachher nochmal drum kümmern. Vielleicht sollte ich auch nicht wirklich rennen, weil man verbraucht echt viel, 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 viel Futter. Wenn ich mir das ja mal so angucke. Also weniger rennen. So, da jetzt irgendwie so ein Berg wäre nett, da hätte ich Wüste, hätte ich Holz, hätte ich Steppe. Da irgendwie alles direkt in der Nähe. Oh ja. Schön sind ja die Landschaften bei Minecraft. Aber wo sind die Berge? Ich will Berge. Kohle habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht. Das macht nichts, im Zweifel muss ich mich dann erstmal mit Holzkohle über Wasser halten. Das kriege ich dann auch schon hin, irgendwie. Ich habe jetzt nur keinen Bock, jetzt schon einen Ofen zu bauen und so lange zu warten, bis das Fleisch gar ist. Okay, da lang. Das sieht doch da schon etwas bergiger aus. Dann haben wir ja auch noch immer... Oh ja, das könnte mir sogar gefallen. Das wäre toll. Aber ich möchte da, glaube ich, nochmal hinter gucken. Komme ich da hoch? Ja. Wie es denn auf der anderen Seite aussieht. Das ist ja quasi schon eine Treppe hier. So, wie sieht das denn wohl aus? Einfach mal schauen. Das ist mir... Naja, wirklich bergig ist das jetzt nicht. Naja. Also es gibt wirklich schönere Berge in Minecraft, ich bin mir ganz sicher. Ob ich mir den da hinten noch antue? Ja, ich glaube, wo ist die, was sagt die? Wo ist die Sonne? Ach, da oben. Ja, dann habe ich ja noch Zeit. Ihr habt Glück, ihr dürft leben, nur die eine Kuh nicht. Du musst glauben und ich glaube, du glaubst auch noch eben dran. Na komm her, komm, renn doch nicht weg. Tu dir doch nichts. Okay, hier ist eine Höhle. Ach, Schafe, genau, Schafe futtern ja jetzt auch. Die futtern tatsächlich das Gras. Kannst du da mal... Das Gras. Gut, Kohle. Keine Viecher, das ist gut. Kohle. Das ist gut. Ich bin der Kohle, Mann. Komm an die Kohle ran. Nein, ich will jetzt nicht wirklich sehen. Das ist auch eines der vielen Dinge, die ich nicht kann und euch damit werde ich euch also definitiv verschonen. So, ich wollte trotzdem noch eben auf die andere Seite des Hügels hier. Weil irgendwie
Also so richtig toll ist das noch nicht. Oh, vielleicht muss ich aber gleich ein Zwischenquartier mal bauen. Selbst wenn ich... Naja. Naja. Nee, es ist irgendwie noch nicht so das Wahre, aber ich irgendwie so ganz viel Futter habe ich nicht mehr. Vielleicht esse ich einfach mal ein bisschen roh. Nee, Wolle geht nicht. Voll die Verschwendung, aber ich kann mal wieder laufen. Und dann hole ich mir mal ein Kühlchen. Hoffe ich. Eigentlich mehr wegen des Leders. Es gibt immer diese schicke Lederrüstung. Ich verkaufe diese schicke Lederrüstung hier. Ich hatte nur ein Schwert. Gut, dann hast du jetzt Glück gehabt. Kohle. Nein, keine Zeit. Platz zum Siedeln suchen. Na. Okay, so. Ja. Das könnte ja... Aber irgendwie ist das alles nicht so... Überzeugt mich nicht so hundertprozentig. Nee, überhaupt nicht. Aber so langsam müsste ich dann doch mal an eine Notunterkunft denken. Tja, aber mehr Berge ist hier aber auch irgendwie echt nicht, ne? Na gut, dann machen wir es einfach mal so, dass ich dann doch diesen hier wähle, um mich anzusiedeln. Und zwar... Ups. Hallo? Da. Das ist cool. Autsch. Das ist sogar sehr cool. Autsch. Autsch, nein. Da will ich wohnen. Das wird mein Heim. Ja, da habe ich nicht. Ich habe keine Steine. Ich musste aber irgendwie hoch. Muss ich mir den Weg geben. Oh, ist das eine große Höhle? Naja, hier drin könnte schon das... Sah doch so schön und so friedlich aus. Egal. Höhlengeräusch auch noch. Na, ich schätze, werde ich hier irgendwie meine Freude haben, was? Egal. So. Komm, mach den Stein da weg. Das ist eine Sache, die mir sehr häufig passiert, dass ich zu früh den Fokus wechsle. Und dann dauert es halt eben länger, bis der Stein weg ist. Bisschen Baumaterial. Das reicht ja nicht vorne und nicht hinten. Aber für die erste Nacht soll's reichen. Hallo, Creeper. So, machen wir erstmal hier so eine provisorische kleine Wand. Irgendwo kommt da gleich noch eine Tür rein. Ja, das wird nachher noch alles schick gemacht. Im Moment noch nicht. Na, der Creeper kommt ja wohl nicht hier hin. Ach, jetzt habe ich gar keinen Stein mehr. Wie doof von mir. Ein bisschen bräuchte ich ja auch, um noch einen Ofen zu bauen.